Willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun mit dem HQ-Filter und so. Ja, habe ich noch vergessen, die ganzen Einstellungen zu aktivieren. Moment mal, ist das Sound gerade doch wieder? Nee. Mein Gott, trotzdem so laut. Der war auf 1 in den letzten Zeiten, aber nun ja. By the way, Garrett hat auf dem Weg hierher ein Level abbekommen mit den Stats, wenn ich den Zettel finde. 8 HP, 3 PP, 4 Angriff, 2 Verteidigung und 3 Schnelligkeit oder wie auch immer das hier hieß. Oh, weia. Ihr seid scheiße. Er ist aber trotzdem nicht so nicht schnell genug für einen Geist. Das ist schade. Vielleicht greifen wir uns die Geister nämlich immer an. Oder Blender. Ich nenne die Geister. Oh, sie erreicht auch Level 3. Maximale KP um 8, BP 3, Attacke 3, Verteidigung 2, Schnelligkeit 4. Das finde ich super. Diese Labyrinthe. Nein! Nein! Da ist sicherlich irgendwo eine Kiste gewesen. Nein! Ich dachte, hier wäre so ein kleiner Raum, aber nö. Das ist es! Wir haben es gefunden! Ich will zur Kiste! Come on! Das ist eindeutig das Symbol der Sonne. Wir sind im Herzen des Heiligtums von Sol. Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, die beiden haben die Wahrheit gesprochen. Ist das nun schlecht oder gut? Ja. Aber wenn es wahr ist, was sie gesagten, bedeutet das, dass sie... Sie sind Diebe. Sie sind gekommen, um das Heiligtum zu plündern. Lass uns ins Dorf zurückkehren und es den anderen berichten. Okay. Kraden, was ist los? Wir können wie immer nichts sagen. Außer Kopfschütteln und so weiter. Wir sind so nahe. Nahe? Nahe woran? Wir sind den ganzen Weg bis ins Herz des Heiligtums vorgedrungen. Ihm jetzt den Rücken zu kehren und zu gehen. Wäre eine Schande für uns. Oder so. Was ist daran so schlimm? Im Heiligtum von Sol ruhen die Ursprünge der Alchemie. Es wäre eine Verschwendung. Er ist gierig. Was denkst du? Sollen wir noch ein Stück weiter gehen? Natürlich. Danke, danke! Ich leck dir die Füße. Ne. Eigentlich schon, aber egal. So gesehen haben wir wohl keine andere Wahl. Ich stimme Karten zu. Ich will sehen, was auf uns wartet. Ein Herz! Oh. Wirklich? Wir werden nur noch ein bisschen weitergehen. Ein bisschen, bis wir da sind. Und die Diebe dahin führen, die uns sicherlich verfolgen. Denn irgendwas hatten die ja im Schilde. Gut, es ist entschieden. Lass uns weitergehen. Guck mal, was ich jetzt tue. Haha, Rücken zu. Ich will zur Kiste. Ich bin ziemlich sicher, dass es deine ist. Aha, ich kann die Statue nicht anschreiben. What the fuck? Was ist das für ein Raum? Mond. Für Sonne, Mond. Gegensätze. Müssen Freunde sein, wie Licht und Dunkelheit. In der Mitte ist der Mond dargestellt. Ein Abbild von Luna. Das muss die Nacht symbolisieren. Diese Räume müssen irgendwie verbunden sein. Denkst du nicht auch? Wir sind, sonst wären wir doch nicht hier drinnen. Nicht so verbunden. What?
Achso, ja, gut. Er hat den Text nicht automatisch geskippt. Das hörte sich gerade so an. Luna und Sol. Diese Räume tragen ein Geheimnis in sich. Finde es. Finde es und führe mich dorthin. Was hat das zu bedeuten? Isaac, würdest du weiter nach oben gehen? What? Okay. Lass mich wissen, was du gefunden hast. What? What? Achso, woher wusstest du, dass es weiter nach oben geht? Hä? Hä? Please. Psy-Energiestein. Die verschwinden leider. Okay. Sonst gibt es hier auch nichts zu entdecken. Ah, doof. Ich hatte volle PP. Hätte ich mich noch mal heilen können. Ja, habe ich nicht dran gedacht. So, wir sehen hier ein Mondsymbol und können die Statuen verschieben. Oh, toll. Wir hätten zuerst verschieben müssen und dann den Kristall einsammeln sollen. Haha. Haha. Was geschieht hier? Isaac muss etwas gefunden haben. Isaac, hör auf! Du begehst einen großen Fehler! What the fuck? Warte, Isaac! Jetzt ist die Statue wieder normal. Was ist los gerade? Du hast einen äußerst interessanten Mechanismus gefunden, Isaac. Okay. Aber das ist eindeutig eine Art Falle. Okay, schieben wir sie nochmal dahin. Das ist eine Falle? Geh und sieh dir den Lunaraum an. Dann wirst du es verstehen. Okay, wir müssen die Sonnendinger irgendwie, oder? Gut gemacht. Dies zu finden bedeutet, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber wenn du nur eine Statue bewegst, sitzt du in der Falle fest. Aber wofür soll die Falle hier gut sein? Ich weiß nicht, wer sie aufgestellt hat, aber es muss hier etwas sehr Wichtiges versteckt sein. Vielleicht ist hier der Schlüssel zur Alchemie selbst versteckt. Okay. Soll ich dir noch mehr erzählen? Ja. Ehrlich, ich bezweifle, dass du es verstehen würdest, wenn ich es dir jetzt erklären würde. Na, danke! Wir müssen versuchen, das Geheimnis zu lüften. Oh nein, noch ein Geheimnis. Hallo? Garrett, da kommst du an diesem Spiel nicht von ab. Ich durchsuche noch den Lunaraum. Ihr durchsucht den Rest des Heiligtums. Mit Lunaraum meint er den hier, ne? Oder den da unten? Meine Intuition sagt mir, dass das Licht der Schlüssel zu dem Geheimnis sein muss. Achso, ja, doch, das unten. Isaac, lass uns versuchen, das Rätsel zu lösen. Whatever. Okay, dann gib mal her mit dem Rätsel. Soll ich jetzt hier auch noch was verschieben, so aus reinem Spaß? Das wäre lustig. Ich kann die hier verschieben. Wozu dient das bitte? Licht. Licht. Die halten Spiegel in den Händen. Okay. Mhm. Als ich die hier bewegt habe, schien sofort Licht rauf. Ich bin einfach mal stark dafür, wir verschieben doch was. Einfach nur so aus Jux und Dollerei. Moment, den kann ich nicht auf die Plattform schieben, oder? Nee. Doch. Ach, ich brauche nicht. Stimmt, ich brauche keinen Verschieber. Nur wenn ich nicht hinkomme. Ah. Das bedeutet, hier komme ich nicht vorbei. Natürlich geht das weg. Wenn ich hier stehe, kann ich doch nicht mehr verschieben, oder?
Ja. Witzig. Sehr witzig. Wie soll ich das denn bitte verschieben dann? Ich bin doof. Ich hätte es ganz locker verschieben können. Oh Gott. Jetzt muss ich doch noch beben. Nee, funktioniert auch nicht. Jetzt kann ich gar nichts mehr verschieben. Fail. Okay, ich hoffe, es resettet, wenn ich hier runter und hochgehe. Irgendjemand hat mich gerade angerufen auf mein Handy. Das habe ich total gemerkt. Verdammt. Die bleiben so. Wie kriege ich dich da oben bitte verschoben? Wenn ich von hier das aktiviere... Aha, jetzt willst du auf einmal. Was soll denn das für eine... Etwas hat geklickt. Im Sonnenraum ist, denke ich mal, auch mal aufgegangen. Okay. Wer ruft mich denn an? Vor allem, weil die Nummer unbekannt war. Netter Raum. Lass mich wissen, was du gefunden hast. Irgendwo hat es Klick gemacht. Okay. Kann ich jetzt... Nein, natürlich kommt er an. Dings. Ja, okay. Jetzt stehst du darum? Okay. Es hat Klick gemacht. Kein Raum ist hier aufgegangen. Okay. Hier vielleicht was? Aber ich glaube eher nicht. Nope. Ich habe den Psy-Energiestab viel zu früh genommen. Hey, meine BP... Ach ja, stimmt, der BP generiert sich ja sowieso, wenn man geht. Okay, es hat Klick gemacht. Darf ich jetzt hier verschieben? Wow, 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 Spiel. Nee, dann wird dasselbe gescriptet. Isaac, du hast es geschafft! Wow, doch richtig. Kran! Mhm, war voll schwer und so. Gute Arbeit, Isaac! Wo kommt dieses Loch denn her? Licht. Als Isaac diese Statuen verschoben hat, geben sie plötzlich zwei Lichtstrahlen von sich. Dann erschien dieses Loch im Boden. Und dann hat Isaac die Statue hineingestoßen. Ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Hey. Aber? Also stellte die erste Statue eine Falle dar. Und die andere Statue diente dazu, die Falle zu entschärfen. Und jetzt, da du sie entschärft hast, sollte es keine Probleme mehr geben. Okay, dann lass mich... Ich bleibe im Lunaraum, wo es sicher ist. Ihr kümmert euch um den Rest. Fauler alter Sack. Ach, komm. Schnell drei Statuen noch verschieben. Sonne und Mond vertauschen. Weh, ich kann gleich nicht selbst nochmal gucken. Und muss, werd sofort durch Story runtergescriptet. Das wäre mies. Ich will nämlich die Sonne auf der anderen den Mond auf der anderen Seite sehen. Aha, hier ist Sonne, hier ist Mond. Total vertauscht. Und jetzt muss hier eine Tür sein. Oder sowas. Jedenfalls ein Weg weiter. Oder auch nicht. Sieh doch, Isaac. Das Abbild von Luna hat sich in Sol verwandelt. Aber ansonsten hat sich nichts verändert im anderen Raum. Eigenartig.
All dieser Aufwand für eine Falle. Und dann geschieht nichts weiter. Anderer Raum. Irgendwo muss sich noch etwas verändert haben. Wir müssen es finden. Anderer Raum. Oh Mann. Ja. Sieh doch, das Symbol auf dem Boden. Es hat sich von Sol in Luna verwandelt. Sicher, ist da irgendetwas in diesem Raum? Ich kann den nicht verschieben, oder? Die haben Spiegel. Ja, das Licht kommt von da, sehe ich gerade erst. Nicht von oben. Aha, dies muss es sein. Lass uns gehen, Isaac. Durch die Wand. What the f... Warte auf mich, Isaac. Ich komme schon. What the f... Okay. Okay. What the hell? Okay. Kraden? Wo sind wir? Im Nichts und alles. Ja. Ist das der Ozean? What? Auf einmal bist du so schnell und flink, alter Mann. Nein, das kann nicht sein. Der Ozean hat Wellen. Der Ozean? Was ist das? Noch nie ein Ozean. Okay. Der Ozean besteht aus endlosen Wassermengen am Ende der Welt. Ja, klar. Warum haben nur zwei der drei Fragezeichen gehabt und Garrett nicht, wobei ich es eher bei Garrett erwarten würde? Das kannst du nicht verstehen. Eines Tages werde ich ihn dir zeigen. Solange ich nicht gestorben bin. Ja, können wir rüberhopsen. Wir können hier fast überall rüberhopsen. Wobei, ich glaube, das kenne ich ja auch noch. Die Elementarsterne. Es gibt sie wirklich. Die Elementarsterne existieren wirklich. Du hast uns davon erzählt. Elemente sind die Bausteine der Materie. Steine, Holz, selbst wir. Alles besteht aus den vier Elementen. Wir bestehen aus Feuer, Erde, Wasser und Wind. Okay. Habe ich das richtig verstanden, Isaac? Nö. Nein, Isaac. Garrett hat recht. Wir bestehen doch nicht aus Feuer. Oder Erde. Egal. Oder Wind. Eher gesagt Wind. Ich habe es euch schon viele Mal erklärt. Die Elemente stellen die Quelle jeglicher Materie dar. Siehst du, ich bin als... unzuverlässig als Führer, Anführer hier und so, ne? Also, ne? Geht doch nicht. Erde, Wasser, Feuer und Wind. Dies sind die vier Elemente. Die Legenden erzählen davon, dass die vier Elementarsterne die reine Essenz jedes Elements beinhalten. Und jetzt liegen diese legendären Steine direkt vor unseren Augen. Eins. Der Venusstern, der Elementarstern der Erde. Merkur war Feuer. Nee, Wasser? Was war ein Feuer? Warte, wir haben Venus, Merkur. Ich weiß jetzt nicht, ob Saturn Feuer war. Der Merkurstern, der die vielen Formen des Wassers in sich trägt. Nee, Mars. Genau, Mars war rot. Dort ist der Marsstern, rotglühend von dem Feuer, das in seinem Inneren lodert. Und zuletzt, wer auch immer, Jupiter war... Wie komme ich auf Saturn? Egal. Und der Jupiterstern erfüllt von der Kraft der Winde.
Mein Herz. Kraden, warum bist du plötzlich so aufgeregt? Wie könnt ihr in der Gegenwart solcher Wunder nur so ruhig bleiben? Wir kennen uns nicht aus. Ihr steht dem Ursprung der Alchemie gegenüber. Habe ich euch nicht schon davon erzählt? Dann muss das hier für dich völliges Neuland sein. Der Weisheitsstein. Der Stein der Weisen. Boah, will ich haben. Dieser Stein beherrscht alles. Er kann rohe Materie in Gold verwandeln. Selbst den Tod aufhalten. Oh. Verstehst du es jetzt? Jo. Ich will den Part beenden. Das Studium der Alchemie begann mit der Suche nach diesem Stein. Ich verstehe zwar nicht ganz, wie es funktioniert, aber sie verfügen über enorme Kräfte, oder? Ich glaube, ich beende den Part jetzt einfach hier. Ich glaube, das ist viel zu lang. Wir sehen uns dann im nächsten Part an der Stelle wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.